Hier kommt eine echte Nummer 1 auf der Baustelle. Der Premium Flexkleber mit der 4-in-1 Rezeptur. Sopros Nummer 1. Ja, hallo, liebe Leser von 1200 Grad. Wir befinden uns in Witten bei der Firma Adex und hier hat die deutsche Fliesennationalmannschaft ihr Trainingslager aufgeschlagen. Um mich herum sieht man schon hier die Trainingskojen, die sich schon langsam der Vollendung nähern. Und neben mir stehen zwei Gesprächspartner, mit denen ich mich ganz gerne ein bisschen über die Fliesennationalmannschaft unterhalten möchte. Das eine ist Herr Rudolf Voss und der andere Dr. Markus Stolpe, der Geschäftsführer von Adex. Herr Voss, seit wann gibt es die Fliesennationalmannschaft und was bringt Ihnen das? Ja, die Fliesennationalmannschaft gibt es offiziell seit 2013. Es bringt uns im Fachverband Image für die Fliese im Zusammenspiel mit solchen Herstellern wie Adex und insgesamt auch Publicity für unseren Nachwuchs, der ja auch im Handwerk gerade gefordert ist und auch gewünscht wird. Kann man das messen, dass sich das Image denn verbessert hat, seitdem es die Fliesennationalmannschaft gibt? Also mit der Fliesennationalmannschaft haben wir eine deutlich höhere Aufmerksamkeit, nicht nur bei Personen in unserem Alter, sondern auch unter Jugendlichen, weil die Jugendlichen an sich und auch unsere Nationalteammitglieder, ich sag mal, ihre Bekannten, ihr Umfeld mitziehen. Das ist ganz gezielt von uns gewünscht und das hat sich schön gesteigert. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch durch unsere PR-Maßnahmen dazu mit beitragen, dass die Nachwuchszahlen wachsen, zum Glück. Und der Fliesenleger Meister hat ja auch wieder ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir mit Qualität in der Ausführung, mit qualitativ hochwertigen Produkten auch nach vorne kommen und in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden. Mhm. Also insgesamt eine Win-Win-Situation, das mit dem Fliesennationalteam zu machen. Eine Win-Win-Situation versprechen Sie sich ja sicherlich auch als Sponsor der Fliesennationalmannschaft. Seit wann ist Adex Sponsor und was machen Sie als Sponsor? Wir sind seit 4 Jahren jetzt sehr, sehr gerne dabei. Wir stellen hier unsere Räumlichkeiten zur Verfügung, haben unsere Techniker hier vor Ort, die helfen können, stellen das Material zur Verfügung, unterstützen natürlich auch finanziell, weil diese Reisen dann in die jeweiligen Orte, wo die Wettbewerbe stattfinden, das muss ja auch finanziert werden und wir machen das sehr, sehr gerne. Es ist eine Herzensangelegenheit. Das ist der kleine Beitrag, den wir leisten können als Hersteller zur Nachwuchsförderung. Wir sehen ja aktuell, dass ein Stück weit wieder mehr Nachfrage nach handwerklichen Berufen stattfindet. Und wenn man die Jungs hier sieht vor Ort, wie viel Spaß die haben, wie gerne die das auch tun und machen, dann kann es, glaube ich, nicht bessere Aushängeschilder geben als die Jungs, die wir hier vor Ort haben. Ja. Sie spenden ja nicht nur Geld oder investieren Geld, sondern auch Know-how. Wir befinden uns ja hier in Ihrem Schulungszentrum. Das heißt also, die jungen Fliesenleger nehmen hier auch von Ihrem technischen Beratungsservice Know-how mit nach Hause. Ja, das erhoffen wir uns natürlich, dass wir helfen können. Wir lernen von denen auch hier und da nochmal was, ja? Das eine oder andere. Weil diese Arbeiten, die hier gemacht werden, machen auch unsere Jungs nicht alltäglich. Ja, aber ich glaube, wir freuen uns. Wir sind ja hier im Schulungszentrum, in unserem größten Schulungsraum. Hier sind normalerweise bis zu 60, 70 Kunden, installationsbedingt. Haben wir jetzt lange pausiert, legen jetzt wieder los mit Kundenschulungen, haben auch total hohe Nachfrage, ja. Und freuen uns, dass es wieder losgeht. Ja. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage an den Herrn Voss. Wie viele Goldmedaillen oder andere Medaillen gab es bislang? Also insgesamt etwa 5 Goldmedaillen im Bereich der World Skills, also der Weltmeisterschaften und 3 Goldmedaillen im Bereich der Europameisterschaften. Also eigentlich ein sehr erfolgreiches Team. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit unserem Team. Wir wollen natürlich die Latte nicht zu hoch legen, aber ich glaube, das Ganze wirkt sich aus, indem wir diese Trainings bei den Partnern haben, sehr intensiv die Jungs und Mädels vorbereiten und natürlich auch, dass wir insgesamt eine hohe Qualität auch in der Ausbildung haben. Das hilft uns ja auch, auf die wir dann später noch aufsatteln, wenn wir für solche Wettbewerbe lernen und üben. Okay, vielen Dank. Danke, Herr Schatz.